Diese Woche beginnt die Immunisierung der Bevölkerung gegen das Schweinegrippevirus. In Ihrer Ordination kann man sich diesen Freitag impfen lassen. Ist ein großer Ansturm auf diese Impfaktion? Ja, es ist schon ein Ansturm, vor allem auch bezüglich der Informationen über die Impfung. Es haben sich bis heute Mittag circa 70 Leute angemeldet. Denken Sie, dass sich hauptsächlich Risikopatienten impfen lassen? Ich denke schon, dass sich hauptsächlich Risikopatienten impfen lassen. Meine Beratung geht jedenfalls dahin, dass ich Risikopersonen die Impfung empfehle. Bei den anderen Personen kann ich eigentlich keinen Ratschlag geben. Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Wieso findet diese Impfaktion nun nur am Freitag an einem Tag statt? Den Impfstoff müssen wir innerhalb von 3 Stunden verbrauchen. Das heißt, es ist eine 10er-Packung, die geliefert wird. Und diese 10er-Packung, wenn die begonnen wird, muss sie innerhalb von 3 Stunden fertig geimpft sein, sonst muss man den Impfstoff wegschmeißen. Und wir müssen die Impfungen kontingentiert bestellen. Daher mache ich einen Termin am Freitagabend um 17 Uhr, was, glaube ich, ein vernünftiger Termin ist, weil da viele Leute Zeit haben. Von wo wird der Impfstoff geliefert? Von der Gebietskrankenkasse. Wie sieht es aus mit den Nebenwirkungen des Impfstoffes? Darüber ist nichts bekannt. Der Impfstoff ist neu. Ich kann über Nebenwirkungen nichts berichten, weil der Impfstoff eben praktisch ganz neu ist und erst die ersten Impfungen vor 2 Wochen in den Krankenhäusern für medizinisches Personal durchgeführt wurden. Und wie sind da die Rückmeldungen? Ich habe bisher keine Nebenwirkung gehört. Also keine ist jedenfalls mir nicht zu Ohren gekommen.